Die AfD hat bei der Landtagswahl in Sachsen 27,5% der Stimmen geholt. In Brandenburg 23,6%. Damit hat die Partei womöglich ihren Zenit erreicht, glaubt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, wie er den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte. In Sachsen und Brandenburg existieren Koalitionsoptionen jenseits der AfD und wir sehen schon länger, dass die AfD eher stagniert. Dennoch, die AfD ist in beiden Bundesländern zweitstärkste Kraft geworden und die politischen Ränder rechts und links erhalten verstärkt Zulauf. Altmaier will versuchen, das zu ändern. Wir haben in der Politik auch Fehler gemacht und müssen darüber reden, was wir anders machen müssen. Eine wachsende Zahl von Bürgern fühlt sich mit ihren Erwartungen und Problemen von der Politik nicht abgeholt. Aktuelle Umfragen zeigen, die AfD liegt laut INSA-Institut bundesweit bei 15%, laut MNIT bei 14%.